heute ist letztendlich dass ich einfach mal heute als erster Beitrag mal so zur Situation überlege, ja? Wir haben hier eigentlich die beste Situation. Wir haben eigentlich mit Öff, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, wahrscheinlich den besten und sanftesten Moderator, den ich kenne, den Anwalt der freien Argumentekultur, der eine Atmosphäre schafft, in der die unterschiedlichen Stimmen der Welt, die naturwissenschaftliche Stimme der Welt, die geisteswissenschaftliche, durchaus auch die esoterischen Stimmen der Welt, spirituelle Stimmen der Welt, alles andere auch gesagt werden darf und vertreten werden darf. Und warum sind jetzt nicht Millionen Menschen hier, sondern wir heute zu zweit? Ja, und da fürchte ich, weil Menschen leider so viel andere vitale Bedürfnisse haben, weswegen sie auch immer wieder in die Marktwirtschaft zurückfallen. Ja, es ist eben so verführerisch, ich sag's mal so, wenn man auf einer Demo mitläuft, hat man immer die Chance, zum Beispiel einen netten Liebespartner kennenzulernen. Wenn man irgendwo mit Leuten zusammensitzt am Samstagabend, anstatt hier freie Argumentekultur praktizieren, hat man einfach viel mehr Auswahl für mögliche Liebespartner und solche Dinge. Und das heißt, es sind ganz vitale Bedürfnisse der Menschen, die sie offensichtlich über den Aufbau einer neuen Argumentekultur und damit einer Schaffung der Welt aus dem Argumentieren heraus setzen. Und ich habe das getestet die letzte Woche. Ich habe Sendungen gemacht. Ich habe einmal, nachher werde ich das vorlesen, einmal eine Sendung gemacht, wo ich hier so, ich kann das gerade mal hier für die Zuschauer schon mal andeuten, wo ich hier eine Patientenverfügung nochmal formuliert hat, eine ganz offensive Patientenverfügung bis hin zur Bereitschaft in Reservate zu gehen, die, was ja ÖFF auch immer anspricht, als Antwort, also quasi, da habe ich geschrieben, Impfpflicht und Bußgeld vermeiden durch Patientenverfügung. Und das hat sofort dieses Thema, hat 5-mal mehr Klicks gebracht als unsere freien Argumentekulturdiskussionen der letzten Zeit und so weiter. Weil das wieder etwas ist, wo die Leute so ein ganz primitives, die Jacke ist mir näher als die Hose oder so, oder das Hemd ist mir näher als die Hose, also so dieser Logik folgend, ja. Und dann habe ich das dann einen Test gemacht und habe eine Sendung gemacht zum Thema so quasi guter Sex und noch viel besserer Sex. Und das hat nochmal doppelt so viel Klicks gebracht. Also plötzlich ein Vielfaches von dem, was wir sonst in letzter Zeit hatten mit den Klicks. Und das zeigt eben, dass solche vitalen Bedürfnisse, ja, zum Beispiel, wo finde ich eventuell so auf die Schnelle innerhalb der Marktwirtschaft Liebespartner, Sozialpartner und so weiter, dass das die Leute auch immer wieder zurückzieht in das Mitmachen in der Marktwirtschaft und in das Mitlaufen. Und dass das alles Kräfte sind. Und das erinnert mich an das, was ich letzte Mal ja angedeutet habe, dass ich gesagt habe, dass es leider im Menschen offensichtlich Triebkräfte gibt. Wir haben ja das letzte Mal angedeutet, also wenn Menschen sich streiten in einer Gemeinschaft oder Spannungen auftauchen, dann hängt das zur einen Hälfte mit der Pädagogik der sozialen der Marktwirtschaft zusammen, mit den vorteilbringenden Irrtümern. Du hast immer Recht, und also diese Rechthabereianleitung, und der andere ist immer im Unrecht und so weiter, und schon werden die Streitigkeiten unendlich. Aber neben diesen durch die Marktwirtschaft antrainierten Gemeinschaftsunfähigkeitsproblemen
über die vorteilbringenden Irrtümer gibt es offensichtlich auch so noch etwas, behauptet jedenfalls die Naturwissenschaft, wie Triebkräfte, wie wir sie in unserer Evolution hatten, so dieses löwenartige Rivalen töten, Kinder töten, bei Gorillas das Rivalen töten und Kinder töten und so weiter. Und alle diese Unmenge an Kräften, diese alle zusammen scheinen Probleme zu machen. Ja, und von daher, das war jetzt so meine Runde. Ich finde es schade, dass wir hier zwar das beste Angebot der freien Argumentekultur haben, dass aber Menschen scheinbar ganz andere Ziele in ihrem Leben noch verfolgen, weswegen sie im Großen und Ganzen doch noch bei der Marktwirtschaft immer mitmachen und weil man dort eben auch viel mehr Sozialkontakte hat, als wir in unserem kleinen Kreis bisher einfach bieten können. Und da sind die Leute dann einfach woanders. Ne? Ja, ich gebe weiter an Öff Öff. Das war meine erste Runde.